Hallo Freunde und herzlich willkommen beim Stuckenburstler Dorffunk. Ja, wir sind wieder alle gut drauf, wir wollen alle Drogen nehmen, denn wir sind heute Kapitän. Ich weiß nicht, was ich hier sage, aber das hat mich noch nie davon abgehalten, etwas aufzunehmen. So, wir sind momentan im Pause-Modus. Ich habe letzte Folge angekündigt, ich wollte etwas machen und diese Folge mache ich es nicht. Nee, warte. Ich wollte hier nämlich, das ist total spannend jetzt, wow, ich wollte hier auch noch eine Brücke bauen. Dann haben wir hier eine Dreierverbindung, das ist total abgefahren. Das ist super crazy shit, den hat noch nie jemand gebracht bei Banished. Eine Dreierkreuzung, oder? Na, ist das nichts? Ja, das ist nichts. So. Dann haben wir jetzt hier die Dreierkreuzung, die wird sicher super und da baue ich jetzt nämlich anhand dessen. Da muss ich jetzt mal gucken, ich weiß nicht genau, wo ist denn hier, da muss ich mal eben... Ene, mene, müsste, das ist hier. Und wenn ich da jetzt 9... Okay, 9 mal 9, dann haben wir da oben nämlich das Ding. Okay, dann haben wir hier genau 9 mal 9. Auf der Höhe. Hoffentlich kriege ich das hier hin. So, dann mache ich hier 9 mal 9 hin. Nein, da, 9 mal 9. Und hier nochmal 9 mal 9. Halt, 9, 8, 9. Und hier mache ich auch 9 mal 9. Dann bauen wir jetzt einfach mal quasi fast in die Wildnis. 9 mal 9. Wir haben ja eh Arbeit, da haben wir ja übrig. Das ist ja kein Problem. Wir müssen ihn nur auch irgendwo wohnen lassen, ne? 9 mal 9. Ich glaube, hier wird es dann ein bisschen knapp. Hier kriege ich kein 9x9-Feld mehr hin, weil da oben natürlich... Naja, da müsste ich hier quasi ins Wasser bauen, das wäre schön. Geht nicht. So. Dann will ich nochmal ganz kurz, dann baue ich da unten nochmal ein Sträßelein hin. Das geht hier nicht. Aber hier geht's dann wieder. Ne, da ist es dann auch egal, weil die Leute können ja eh da irgendwie weitergehen. Die scheißen da ja drauf. So, dann haben wir hier eine schöne Steinstraße. Da oben können wir theoretisch auch nochmal irgendwie Gedingse machen. Da oben geht's nicht. So, und dann lasst die Leute einfach mal bauen. Ich bin sehr gespannt. Das wird natürlich auch noch nicht reichen. Hier können wir auf der Seite nichts mehr machen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Die Dinger gehen bis dahin. Ich könnte also theoretisch hier sogar nochmal ein Feld machen. Und ich glaube, das mache ich auch mal, denn wir brauchen Felder. Wir brauchen Nahrung. So, 9, nein, da, 9 mal 9. Zack. Und schon haben wir da noch ein Fältchen. Und ich glaube, da können wir hier noch ein paar Häuser hinbauen vielleicht, weil da kommen wir damit nicht in die Bresche, ne? Nee. Wenn wir hier so ein paar Häuser hinbauen, zack, 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 zack. Später aber, noch nicht jetzt, denn wir brauchen erstmal... So, erstmal brauchen wir die Felder sowieso und wir brauchen erstmal Nahrung. Huch. Den Gazera-Hut machen wir erstmal aus. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier wird. Mit der Straße, mit der Brücke. Das ist schön hier eigentlich. Finde ich echt toll. Dieses Dreieck hier unten. Das Länderdreieck. Und wir brauchen 14 Arbeiter. Gar kein Problem. Wir haben so viele Leute übrig und die haben alle Hunger. Alle Hunger. 500! Wir haben 500 Einwohner! 500 Einwohner! Und die haben alle zu wenig Tools. Oh, scheiße. Okay, was mache ich denn jetzt hier mit eigentlich? Ich probiere mal Folgendes, um diesen Steiner wegzukriegen, baue ich da nochmal eine Straße hin. So, mal gucken. Da wird der Stein theoretisch weggebaut. Aber jetzt haben die alle keine Tools. Das sind durch... Oh, 24 Leute ohne Tools. Scheiße. Ich müsste echt noch ein paar Tools nachliefern. Leute, wir haben ja genug Leute. Und wir haben auch eigentlich genug Rohstoffe. Wir haben jetzt... Hier bauen wir ja noch so einen Toolmeister fresh. Hier einmal noch einen in die Wildnis setzen, ist auch irgendwie so verzweifelt, aber ich bin ja auch verzweifelt. Und du bist es ja wahrscheinlich auch. Wir sind alle verzweifelt. Wir sind alle verzweifelt. Mhm. So, da haben wir Leute ohne Tools. Hier haben wir Leute ohne Tools. Hallo? Können wir theoretisch hier nochmal irgendwie... Ja, dann baue ich da nochmal einen hin. Scheiß der Hund drauf. Dann nehmen wir wieder ein paar Bäume weg. So. Es hilft ja nichts. Wir brauchen das ja.
Die Leute müssen ja auch arbeiten können, weißt du? Wir können nicht einfach ohne Werkzeuge arbeiten lassen. Irgendwie mit den Fingernägeln im Dreck rumgraben. Wobei die Stuckenborstler sind dann natürlich auch, huch, die sind ja sehr naturbelassen. Was ist das denn hier? Das sind doch keine Kirschbäume. Das sind Kohlbäume, Alter. Das sieht voll schwarz aus. Achso, weil es Herbst ist wahrscheinlich. So, Alter, die sind doch schon fertig. Mein lieber Freund, was ist denn hier los? Und da möchte ich einfach mal Korn anpflanzen. Korn ist das Brot des kleinen Mannes. So, und jetzt mache ich hier auch nochmal Wege. Weg. Jetzt müsste ich den eigentlich noch... Ja, ich knüpfe dich mal da dran, oder? Da müsste der Weg hier noch als Begrenzer dienen. Siehst du, der grenzt das da direkt ab. Das ist ganz gut. Und hier mache ich mal... Und hier mache ich mal... Und das geht dann wahrscheinlich gleich da rein in das Lager. Oder wir bauen hier noch irgendwo ein Lager. Wobei der hier, na gut, hier hat er sowieso nicht mehr viel zu lachen gehabt. Da kann ich auch kein Lager hinbauen, sonst klaue ich dem wieder Platz. Aber das ist ja nur ein Gatherer. Eigentlich müsste ich da auch wieder einen Jäger hinbauen. Hey, hier ist ja noch das Lager. Das heißt, Lager haben wir ja eigentlich links und rechts. Da haben wir ja genug. So. So. Und ab aufs Feld, ihr Lümmel. Mal hier nochmal ganz kurz, zack. Dann mal da nochmal ganz kurz, zack. So. Ja, alles in allem. Ich meine, werkzeugtechnisch sieht es jetzt momentan nicht ganz so frivol aus. Da muss ich da oben nochmal ganz kurz Sekunde. Achso, da wird noch gebaut. Aber hier ist auch Steel Tools, ne? Sehr gut. Und der muss auch, im großen Stil muss der Tools herstellen. Und wir brauchen dann wahrscheinlich irgendwie noch ein Bergwerk, habe ich das Gefühl. Aber Kohle haben wir ja auch bald genug. Wo soll ich noch hin damit? Soll ich hier vielleicht noch mehr Ablagefläche machen und sagen, komm, hol erstmal raus den Scheiß? 60 remaining. Stein brauchen wir momentan auch wieder ein ganz kleines bisschen. Coal ist auch noch remaining, aber ganz ehrlich, dann holen die halt neue Kohle raus, wenn sie benötigt wird. Wenn sie vonnöten ist. Mein Name ist Professor von Nöten. Ich habe überdurchschnittlich große Klöße zum Ragout gehabt. So, hier, Blacksmith. Blacksmith. Das muss aber reichen. Ja, ja, Tools ist low, aber das kriegen wir hoffentlich wieder gebacken. Das wäre wunderprächtig, wenn wir das wieder hinkriegten. Das mit dem Starving, weiß ich nicht, wie ich das lösen soll. Hier habe ich auf jeden Fall jetzt ganz viele Felder neu. Dann haben wir hier wieder ein paar Felder neu. Der Händler ist auch neu. Alles ganz toll. So, der geht bis dahin. Da haben wir genau angeeckt. Jetzt könnte ich also hier, könnte ich hier rüber bauen. Das ist gefährlich. Obwohl, ich glaube, das kann ich mir wagen. Wenn ich hier bauen würde, das kann ich mir wagen. Oder ich lasse die einfach erstmal so. Die Felder dort. Ja, vielleicht kann ich ja hier noch drei drunter bauen. Es wäre gewagt, denn die Hunting Cabin würde überlappen, aber... Ja, ich weiß nicht. Die Hunting Kabine. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Winter. Es wird jetzt Winter. Mal gucken, wie viele Leute jetzt frieren werden. Also der Nachwuchs ist ein bisschen zurückgegangen natürlich. Wir haben wieder eine Generation, die momentan am Rumleben ist. Wenn die abstirbt, dann kommt natürlich wieder ganz viel Nachwuchs. Guck mal, der Stein ist weg, jetzt können wir die Straße wegmachen. So, das war nämlich der Plan. Ciao, Straße. Dann können wir hier auch noch die Dingens, die Kirschen hinmachen. Die Kirschen hinmachen. Und ich brauche noch eine neue Kirche. Die alte Kirche ist voll. Die könnte ich ja hier hinmachen, einfach just for fun. Einfach damit haben die Leute was zum Glauben. Nein, die passt natürlich nicht hin, weil eine Kirche braucht nämlich exorbitant viel Platz. Ja, hier ist eine Bergkirche, Kirche. Geht der auch nicht? Und einfach hier ins Feld wäre asymmetrisch, das mag ich nicht leiden. Ja, wo kann ich hier mal hinklatschen? Hier, einmal katholisch, einmal evangelisch. Können alle beten gehen.
oder so. Konkurrenzkirchen. Ich glaube, das mache ich tatsächlich einfach mal. Weißt du was? Ich mach das. Huch. Ja, kaum sage ich mach das, da wird die Welt wieder weiß. Ein Wunder ist geschehen. Ich habe das jetzt echt gemacht. Ist mir egal. So, wir haben ja genug Platz und dann haben wir da noch ein paar Bäume. Aber die Kirche nimmt dann die ganzen Bäume hier weg. Beschwert euch bitte bei der, nicht bei mir. Ich kann da nichts für. Die haben das dahin gebaut. So, die Brücke ist auch schon fertig. Geil. Boah, wie schnell das hier geht. Da muss ich natürlich noch, damit das natürlich auch gut aussieht. Hier, so. Das gehört dazu. Da wird es nochmal grün, weil alle mit meiner Entscheidung einverstanden sind. Ach, ist schon Spring? Es ist keiner erfroren. Es hat niemand gefroren. Freunde, ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass alle auch genug zu essen haben. Und dann sind wir alle happy. Wenn alle genug essen, dann sind wir alle froh. Wenn sie des Hungers sterben, dann ist es ebenso. Doch das macht den kleinen Kevin traurig. So, wollte ich einmal mal... Ich kann wunderschön singen, ich weiß. Das ist übrigens auf der Stuckenborstel-EP. Stuckenborstel, das Album. Das war ja auch in den Charts in den 80ern, für Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Natürlich Stuckenborstel in den Charts. Mit Größen wie Dr. Alban oder, Scheiße, hab ich vergessen, wie der heißt. Hier von Gangsters Paradise. Coolio. Coolio, der später nochmal irgendwann bei so einem... Was war denn das? Der war noch bei irgendeinem Talentwettbewerb mit dabei, der Coolio, glaube ich. Und das fand ich so ein bisschen ernüchternd. Weil der war früher Gangsters Paradise, Alter. Bam, geiler Track. Hauptsoundtrack zum Film. Danach irgendwie gar nichts mehr. Danach kam irgendwie gar kein Track mehr oder... Weiß ich nicht, nichts mehr nachgerutscht. Und dann siehst du ihn auf einmal wieder bei einer deutschen Castingshow. Oh, da ist in mir was gestorben. Da dachte ich mir, Alter, du kannst nichts darauf geben. Auf diese ganzen komischen... Kannst du eh nichts geben. Stars und Sternchen und den ganzen Scheiß, da kannst du nichts drauf geben. Dann sitzt du ja bei Big Brother. Ich muss ehrlich sagen, der Einzige, den ich bei Big Brother, wo ich gesagt habe, Alter, der kann da locker reingehen, das war wirklich Simon Desue. Muss ich zugeben, das war der Einzige. David Hasselhoff hat mir in der Seele wehgetan, aber der ist ja eh gleich wieder ausgezogen. Das war nur ein Promo-Gag, mehr war das ja nicht. Der war nicht wirklich im Big Brother-Haus, den haben sie nur kurz reingesetzt, einfach ein bisschen Promo-Promo und wieder raus. Und der Einzige, der da wirklich rein durfte, der da eigentlich wirklich rein darf, ohne dass es ihm irgendwie schadet oder sonst irgendwas, das war Simon Desue. Muss man einfach sagen. Nee, ganz neutral betrachtet stimmt das schon. Die ganzen anderen Leute, die da so reinkommen, früher war das ja immer, obwohl nee, die ganzen anderen Leute, die da reinkommen, das war so ein, ja genau, das war ja Promi Big Brother, genau das war's. Entschuldigung, ich muss das revidieren, die bei Promi Big Brother reinkommen. So, der Rest ist nämlich irgendwie, ich kannte da fast keinen. Und die, die ich kannte, die sind ja alle irgendwie, man sagt ja mal abgestürzt. Aber warum stürzt man denn ab? Man stürzt doch nur ab, wenn man einen Höhenflug hat. Wenn man geerdet bleibt, kann man doch nicht abstürzen. Wie soll man denn da abstürzen? Wenn man wie ein Penner lebt, wie soll man denn da noch tiefer fallen? Geht doch nicht. Das geht doch nur, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, je höher man in den Wolken ist, desto tiefer ist der Sturz natürlich. Und das Problem ist, oben ist die Luft A sehr dünn und B muss man sehr viel mit den Flügeln schlagen, um da zu bleiben irgendwie. Das ist leider so, wenn man sich natürlich dem Spiel hingibt. Diesem komischen, ich finde das alles sowieso alles, ach, das ist alles überhaupt nicht meine Welt. Das ist ganz komisch da. Weiß ich nicht. Entschuldigung, ich werde damit nicht warm. Das ist nicht meins. Hab immer gedacht, so Moderator werden, bla bla bla. War ja früher immer so eine Option, die man sich so gedacht hat, aber inzwischen, nee. Ich bin ja schon Moderator. Guck mal, ich moderiere hier doch schon. Warum soll ich denn anderer Moderator werden? Wozu? Warum? Das hier macht mir Spaß, das will ich ja auch weitermachen. Das ist mein Ding. Auch wenn einige das wahrscheinlich gar nicht verstehen können. Und es für einige, irgendwie gehört das für alle zur Weiterentwicklung, diese Professionalisierung. Ja, ich meine, ich habe mich ja auch auf eine gewisse Weise professionalisiert. Die Bildschirmauflösung ist immer höher geworden, die Qualität ist immer höher geworden. Die Soundqualität, die von der Moderation... Weg vom Headset hin zum richtigen Mikrofon und so weiter und so fort. Da ist die Qualität natürlich auch immer gestiegen, weil man diesen Anspruch an sich selbst hat. Aber gut, Endscreen und so, lalalala. Aber warum muss es denn
immer noch mehr glossy werden. Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen habe ich das Gefühl, YouTube schafft sich da selbst so ein bisschen ab. Es war immer YouTube. YouTube im Sinne von my stuff for YouTube sozusagen. Ne? Dein Fernsehen, mein Zeug für dein Fernsehen. Also da hast du deine Videos reingestellt, deine lustigen Hampel-Videos und war das super. Aber heutzutage muss immer alles mega glossy werden. Da muss immer alles... Oh, was ist das denn? Closing Limit 950? Wir haben 950 Klamotten im Umlauf? Das kann doch gar nicht sein. Nee, aber das ist alles so, weiß ich nicht. Und alles so mega professionell. Und früher hieß es immer, YouTube ist das neue Fernsehen, weil es besser ist als Fernsehen. Wir produzieren wieder mehr. Weil es sich vom Fernsehen absetzt. So, ich sollte ganz kurz, laut den Kommentaren, sollte ich mal ganz kurz gucken. Alter, guck mal. Wuff. Alter Schwede. Hier, Erwachsene. Pam. Population hält sich ja momentan ein bisschen, weil wir auch keine neuen Häuser gebaut haben. So, jetzt hier hat sich ein bisschen beruhigt, aber hier, Adults. Die werden jetzt natürlich alle gleich wieder... Oh, Alter, die werden jetzt alle wieder sterben und dann kommen wieder neue Kinder dazu. Das ist ein bisschen runtergegangen, weil wir jetzt neue, mit neuen Häusern ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Blacksmith. So, auf jeden Fall, Huch, Sekunde, ich erzähl gleich weiter. Muss mal schnell hier, das, so, das will ich immer offen haben. Ich weiß nicht, warum. So, auf jeden Fall, überall diese Glossy-Formate und lalala und alles professioneller, mit geilen Intros, mit geilen Outros, mit Pipapo, alles auf Hochglanz produziert. Und das Lustige ist, man hat früher mal gesagt, ja, YouTube, das habe ich glaube ich eben schon erzählt, YouTube will sich vom Fernsehen absetzen, YouTube ist das neue Fernsehen, YouTube macht es viel besser, weil es viel näher dran ist und bla und bla und bla. Und was machen sie jetzt alle? Die produzieren alle irgendwelche Fernsehformate auf YouTube. Und das ist irgendwie, also natürlich nicht alle, aber viele von, ich sag mal, naja, viele, ich sag einfach viele, machen jetzt irgendwelche, so auf Fernsehqualität getrimmt, auf Fernsehen getrimmt und bla bla bla. Wo ist denn da, wo hebt man sich denn da ab, wo unterscheidet man sich denn da? Bald ist es einfach so, dass YouTube einfach nur noch On-Demand-Fernsehen ist. Ich finde On-Demand-Fernsehen super, aber ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber Big Bang an oder sonst irgendwas. Oder Breaking Bad oder was weiß ich oder tralala. Oh, Cleric. Zack, noch ein Kleriker und schon 30 Member auf einen Schlag. Geil. So, inmitten der Bäume. Das ist auch cool. Finde ich auch sehr schön hier. So, jedenfalls sehe ich so ein bisschen mit so einem skeptischen Auge. Denn das, was YouTube ausmachen sollte, ich habe das Gefühl, davon entfernt man sich. Und das ist so dieser zunehmende Geldmarkt überall. Immer Geld, Geld, Quote, Quote, Reichweite, Reichweite. Das ist nun, alle hetzen da nur noch hinterher. Reichweite, 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 Reichweite. Und für manche Leute bist du dann auch, du bist gar keine Person mehr für manche Leute. Du bist einfach nur noch eine lebende Reichweite. Damit spreche ich jetzt niemandem im Speziellen an, aber ich habe es so bei einigen Leuten festgestellt. So aus, ne, so von hier und da. Die sehen einen wirklich nur noch als Reichweite an. Oder, nee, nicht mal mehr als Format, nicht mal mehr als irgendwas, sondern wirklich nur, du bist einfach eine Zahl auf Beinen. Und darauf habe ich keinen Bock. Das tut mir leid, darauf habe ich einfach keinen Bock, sorry. Da halte ich es lieber gerne persönlich, auch wenn, weiß ich nicht, wenn da irgendwas zurückgeht oder keine Ahnung, oder wenn man mal nicht immer irgendwie AAA oder sonst irgendwas, bla. Da halte ich es trotzdem lieber persönlich. Da möchte ich lieber ich selbst sein und bleiben, als dass ich selber irgendwann so ein Glossy-Typ werde, Alter. Nee, sorry. So ein Kopfnicker, so ein Ja-Sager, so ein... Einer, der nirgends anecken möchte. Ich möchte ja anecken. Ich bin eben auch eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Das bin ich eben. Ich möchte jetzt nicht plötzlich allglatt werden, um allen zu gefallen. Das will ich einfach gar nicht. Das ist gar nicht mein... So, wollte ich nochmal sagen. Und natürlich, wenn ich jetzt neue Formate mache, wie zum Beispiel, dass ich mich mal am Vlog-Format probiere. Aber ich möchte das auch wirklich nicht irgendwie... Huch, guck mal, die stehen nur rum. Idling? Ach, working. Ah, Macker ist working. Hier, Macker. Alter, ist dein Macker ist bei der Arbeit. Steht vor der Kirche rum und bettelt. Dein Macker. Schön. Ach, das ist der Cleric. Ach so. Messi und Macker. Was ist das denn? Messi und Macker? Ist das irgendwie eine Gang? Wollen die mich abstechen? Messi und Macker bei der Arbeit. Na, ist ja gut. Hört sich wirklich an, als würde ich mich eher abzocken wollen. Was haben wir da? Killed by Cave-In, aber niemand erfriert mehr. Wir haben genug Jacken und Mützen, wie es aussieht. Das freut mich sehr. Wir haben, und die Hungersnot haben wir auch überwunden. Das ist ja ein Dream come true. So, wie sieht's hier aus? 99% voll mit Weed. Guck mal da. Haben wir schön abgebaut. Und hier? 100% voll. Weed, pam.
In your face. Nee, weiß ich nicht. Und ich probiere mich natürlich auch selber momentan ein bisschen an neuen Formaten aus. Sowas wie Vlog wollte ich seit Ewigkeiten mal machen. Schon damals hat die Let's Talks, da habe ich mich nicht vor die Kamera getraut. Und auch jetzt bei den Vlogs habe ich mich eigentlich nicht getraut. Ich weiß, wir machen LPT und wir sind öfter vor der Kamera und so weiter, aber ich bin... Weiß ich nicht. Ich finde mich selber nicht so den Kameratypen, das tut mir echt leid. Das macht mir zwar mega Spaß von der Kamera und so. Ein bisschen rumhampeln und Quatsch erzählen kann ich ja auch so ein bisschen. Aber ich bin, ich weiß nicht, bin mir immer sehr unsicher. Ich bin da, glaube ich, nicht sehr selbstsicher in diesen Dingen und das wird sich in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. So, huch. Naja, jedenfalls, aber das probiere ich auch nur aus, um wieder ein bisschen mehr, ich möchte einfach wieder ein bisschen mehr Gronkh sein und ein bisschen weniger dieses Glossy-Zeug mitmachen. Das ist einfach, weiß ich nicht, das ist einfach fern von mir. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, kann ich hier? Dann mache ich bis hier, ne? Mache ich bis hier und dann gucke ich mal ab da, wie ich das ab da mache. Mache ich hier eine schöne Straße, dann habe ich noch ein bisschen grün. Naja, mehr oder weniger einen alten Baum. Hätte ich vielleicht einen... Pass auf, kann ich jetzt nicht machen. Das wird so oder so gebaut. Scheiße, hätte ich eher daran denken sollen. Naja, egal. Dann bauen wir da unten nämlich weiter in den Süden. Bis wir hier... Ach du Scheiße. Boah, ist doch noch ganz schön viel, würde ich sagen. Hier unten weiß ich gar nicht, ob wir bis dahin noch weiterbauen, bis die Karte voll ist. Weil ich weiß noch nicht genau, wie ich da rüber wandern soll. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, weil hier komme ich... Ich will da über den Berg nicht rüber, ich will hier auch nicht runterbauen. Das lohnt sich nicht. Und ich müsste eventuell dann, wenn dann hier am See vorbei... Und da habe ich nur diesen schmalen Schlitz hier. Hier, hat Schlitz gesagt, hier. Nee, da habe ich nur diese schmale Passage, weil dann hätte ich hier wahrscheinlich auch eher Fischer und da wahrscheinlich noch jemanden, der sich ums Grün kümmert. Und dann hätte ich noch irgendwo so ein Stucken, den Borstelforst, weiß der Bescheid. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier erstmal die ganze Zeit Bevölkerungspipapo und dann 60 Kinder nur noch. 50 Schüler, 60 Kinder. Müssen wir mal gucken, wie wir dann damit weitermachen, das weiß ich auch noch nicht genau. So, jedenfalls haben wir das Wichtigste, das Schlimmste haben wir überstanden. Wir sind immer noch bei fünffacher Geschwindigkeit, das ist ganz gut. Wir haben die Kälte überstanden, wir haben die Toolknappheit überstanden. Ich bin gespannt, was uns jetzt als nächstes blüht. Da bin ich echt gespannt. Da kommt bestimmt wieder ein dicker Hund. Ich lasse mich überraschen. Stuckenborstel hat ja immer noch was für uns parat. Naja, in diesem Sinne, ich bedanke mich übrigens nochmal fürs Zuschauen bei den Leuten, die hier so lange schon so treu dabei sind. Und das bei einer Aufbausimulation, das glaubt man gar nicht, hätte ich nie gedacht. Ich wollte ja eigentlich nur einen letzten Test machen. Ich hätte nie gedacht, dass das so lange läuft. Never, ever, never, never, ever. Naja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Und in diesem Sinne, hoffentlich sieht man sich bald wieder. Euer Glossy Gronkh. Mit einem Zwinkersternchen und I love you all. Das stimmt natürlich auf eine gewisse Art und Weise, aber nicht so komisch auf diese Art und Weise. Ja, gibt's auch ganz viele, die sowas immer sagen. Dieses komische... Ist das Attention-Whoring oder heißt das Fame-Whoring? Ich weiß, ich kenne die ganzen Begriffe gar nicht. Aber gibt's auch ganz viele. Ist mir auch irgendwie ganz, ganz rätselhaft. Ist das alles ganz rätselhaft? Ich baue hier nochmal ganz schnell die Obstplantage, weil mir das nicht so rätselhaft ist. Scheiße. So, Orchard ist too large. Ah, auf dem Berg geht die aber. Das ist ganz gut. Kreti-Pleti, dann mache ich hier eine oder mache ich da eine? Wird sowieso alles anders. Dann mache ich hier nochmal zwei Kirschdinger, ne? Cherry. Cherry. Und hier noch ein paar Ladies. Huch, 146. Oh, das ist immer weniger. Erstaunlich wenige. Na gut. Ja, dann waren noch ein paar, zwei Kirschplantagen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Küsschen, tschüsschen, euer Glossy Gronkh. Ciao, ciao. Winke, winke. Upi-dupi.